Hallo Freunde der Gaming-Unterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film No Hard Feelings. In diesem Film geht es um Maddie Barker, gespielt von Jennifer Lawrence, die man zum Beispiel aus Tribute von Panem oder diversen X-Men-Filmen kennt. Die hat so ein kleines Problem, und zwar hat sie ein Problem mit Rechnungen zu bezahlen, denn sie ist Uber-Fahrerin. Und weil sie halt ein Problem hat, Rechnungen zu bezahlen, wurde ihr Auto weggenommen, was dann natürlich ihre Grundlage natürlich dann wegnimmt. Dann arbeitet sie noch als Kellnerin und da kommt natürlich auch nicht so viel Geld rein. Außerdem hat sie Steuern zu zahlen auf das Haus, was sie von ihrer Mom bekommen hat. Ja, und alles in allem steht sie momentan ziemlich beschissen da. Und ja, spricht sich mit ihren besten Freunden, Sarah, gespielt von Natalie Morales. Die kennt man zum Beispiel aus Stuba oder The Little Things. Und ihren Freund Gary, gespielt von Ebon Moss Bachrach, okay, sehr komischer Name, die man zum Beispiel aus Andor kennt. Oder aus The Bear, Kings of the Kitchen. Ja, mit den beiden bespricht sie sich, was sie machen kann, um mehr Geld ranzukriegen und auch wieder ein Auto zu bekommen. Und da gucken sie so ein bisschen diverse Anzeigenportale durch und so. Bis dann auf einmal eine Anzeige kommt, die so ein bisschen weird klingt, aber nicht uninteressant. Und zwar suchen Eltern, die ihren Sohn aus dem Schneckenhaus rausholen. Und ihn mal so ein bisschen, das Leben zeigt. Natürlich wissen die, worauf das wahrscheinlich dann hinauslaufen soll, weil das werden mit Sicherheit irgendwelche Helikoptereltern sein, die ja so ein bisschen anders ticken. Ja, aber da Maddie natürlich Probleme hat ohne Ende, wird sie sich dann natürlich dort mal vorstellen. Und ja, sie kommt dahin, macht einen Termin aus, beziehungsweise sie macht einen Termin aus und kommt dann dahin. Und trifft dann auf Layard, gespielt von Matthew Broderick, den man zum Beispiel kennt aus Ferris macht Blau oder Godzilla, den von 1998, den wirklich kein Mensch sehen wollte. Und seine Frau Allison, gespielt von Laura Benatti, die man zum Beispiel kennt aus She Loves Me oder The Playboy Club. Ja, die erklären Maddie, was genau zu tun ist. Und zwar soll Maddie ihren Sohn Percy daten. Und zwar daten in Anführungsstriche. Weil er geht ja bald aufs College und da soll er ja nicht so ganz unbedacht und unerfahren ins College gehen. Ja, gut. Ja, sie hat ja eh schon das ein oder andere One-Night-Ständchen gehabt, da denkt sie sich, ja gut, dieses Mal kriege ich halt dafür ein Auto. Und wie schwer wird es schon sein, so einen 19-jährigen Jungen dazu zu kriegen, zu tun, was er tun soll. Ja, dann lässt sie sich sagen, dass er an einem Tierheim ehrenamtlich arbeitet. Und ja, dann brezelt sie sich auf und fährt mal dorthin. Oder geht dorthin, besser gesagt. Und da trifft sie auf Percy, gespielt von Andrew Bars Feldman, den man zum Beispiel aus Weißes Rauschen kennt. Der ist bisher noch nicht so groß in Erscheinung getreten. Versucht sich da mit ihm zu connecten und alles. Und aber merkt, dass es dann doch gar nicht mal so einfach ist. Ja, soviel zur Grundstory. Ich habe mega gelacht bei den Filmen, ey. Also da passieren Dinge und da kommen Sprüche raus. Heftig, heftig, heftig. Und auch Jennifer Lawrence, die macht bei dem Film wirklich auch eine sehr, sehr tolle Figur. Also da muss man echt sagen, der Film hat wirklich eine jede Menge zu bieten. Also so viel Spaß und so viel Quatsch in einem Film. Sehr gut. Also die Story, die ist sehr gut gemacht, die Charaktere sind wirklich lustig geschrieben und es passiert immer wieder irgendwas, was dann wieder
die ganze Situation wieder in eine andere Richtung lenkt, als sie eigentlich sein sollte. Ja, also da muss ich sagen, dieser Film ist echt sehenswert. Also, man denkt eigentlich, dass das nur so ein 0815-Film ist, aber nee, definitiv nicht. Also, der Film hat schon so einiges zu bieten, wo man sich wirklich drüber kaputt lachen kann. Und das ist auch absolut das, was der Film sein soll. Eine richtig lustige Comedy-Film. Und ja, wer Bock hat, sich komplett kaputt zu lachen, der sollte sich diesen Film anschauen. Denn der ist einfach nur Banane, aber auf positive Art und Weise. Und dann sollte man wirklich mal gucken, ob einem diese Art von Film auch gefällt. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, also dieser interessant besetzte Film ist sehr lustig. Es kommen sehr geile Sprüche dabei rein. Es passieren wirklich einen Haufen lustiger Dinge. Und dieser Film wird irgendwie auch nie langweilig, weil man immer wieder denkt, ja, jetzt müsste es doch mal oder jetzt, ja, aber jetzt doch oder nicht oder nach oder nicht. Und ja, von daher, also dieser Film ist wirklich sehr, sehr lustig und interessant. Und somit gebe ich diesen Film, ja, also gute vier Totenköpfe. Also der Film ist wirklich ordentlich was für die Lachmuskeln. Also, der Film hat wirklich jede Menge zu lachen. Ja, das war die Filmbewertung zu No Hard Feelings. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann drückt doch mal den Abo und den Like-Button und schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da gibt es einige interessante Links, durch die ihr mich unterstützen könnt und durch die ihr vielleicht auch das ein oder andere sparen könnt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.